Herzlich willkommen Leute, zurück zu einer neuen Aufnahme hier mit Olsen und heute zocken wir eine Runde Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2014. Erstmal sorry, dass ich schon eine etwas längere Weile kein Magic mehr gezockt habe, aber ja, ich weiß auch nicht ganz warum. Irgendwie hatte ich ein paar andere Projekte am Start und außerdem wollte ich das hier ja klar kriegen mit dem Livestreaming und mit Zocken gleichzeitig. Das heißt, dass ich die Aufnahmen live über Twitch mache und dann die Twitch-Aufnahmen dann ein bisschen schneide und dann zu YouTube rauskopiere. Und irgendwie sind das dann zwei Sachen auf einmal. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Bock habt, live mir bei der Aufnahme zugucken und auch mitchatten bei Twitch. Oder ihr könnt euch die Videos ganz normal über YouTube ansehen. Und in den letzten Tagen habe ich ja ein bisschen mehr Hearthstone gezockt und deswegen zocken wir jetzt mal wieder schön Magic, ne? Denn so cool Hearthstone auch ist, Magic ist immer noch das ungeschlagene Pferd. Rede ich hier von Pferden? Ich weiß auch nicht so genau. Und ich sehe gerade, wir haben 41 gedroppte Frames bei meinem X-Split, mit dem ich hier live streame, mit dem Programm. Kann man nämlich sehen, wie viele Frames man hochgeladen hat und wie viele davon durch mangelnde Bandbreite nicht hochgeladen wurden. Und von den 4000 Frames, die wir jetzt hochgeladen haben, haben 41 gedroppt. Das gefällt mir ja nicht so gut. Aber jetzt scheint es sich wieder ein bisschen stabilisiert zu haben. Ich habe hier auch so ein komisches WLAN. Ich habe auch eigentlich probiert, gerade eine neue WLAN-Karte bei mir einzubauen. Denn aus, ich komme hier nicht an den Router ran, weil der vier Zimmer weiter entfernt steht. Das heißt, ich müsste hier entweder so ein Kabel durch vier Zimmerwände bohren, was nicht so cool wäre. Deswegen muss ich mit WLAN ran hier und bis jetzt habe ich nur so einen komischen Stick, der auch nicht gerade High Quality ist, weil der irgendwie 40 Euro gekostet hat. Und der ist jetzt schon, keine Ahnung, 4-5 Jahre alt. Ich glaube, der hat noch nicht mal dieses ganz neue Ender. Ach. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Technikgelaber hier zum Anfang. Auf jeden Fall, streame ich jetzt hier mit WLAN-Stick. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß das nicht. So, aber, ja, wir sind hier in Magic drin. Wie gesagt, ab und zu streame ich jetzt live und mache dabei meine Aufnahmen. Habe ich jetzt eigentlich vor, immer zu machen. Und ja, falls ihr da den live zugucken wollt, könnt ihr uns einfach auf Twitch abonnieren und dann kriegt ihr eine Mail, wenn wir live gehen. Solltet ihr zumindest bekommen. Und dann, ja, schaut doch einfach mal rein. Meistens streame ich eher gegen Abend. Das heißt dann so ab 20, zwischen 20 und 22 Uhr starte ich dann. Und streame dann irgendwie 3-4 Stunden bis in die Nacht rein. Also wäre cool, wenn er mal vorbeischaut. So, und jetzt genug mit dem Gelaber hier am Anfang. Wir spielen jetzt Magic. So, und wir gehen einfach mal in den Mehrspieler und erstellen einfach mal ein Spiel. Wieso denn nicht? So, mal nochmal ganz kurz einen Check, ob hier auch alles läuft. Scheint so. Und dann nehmen wir doch mal jeder gegen jeden. War doch richtig, ne? Ich weiß das hier schon gar nicht mehr. So, genau, wir hatten ja letztes Mal das Wächter des Lichtdecks ausprobiert. Ich denke, wir starten erstmal mit einem guten alten Deck, mit dem Gedankenlabyrinth. Was uns ja immer schon Spaß gemacht hat, ne? So, die Frames bleiben stabil. Ein Traum. Ein Traum. Und ja, solange wir hier jetzt noch warten, kann ich ja wieder Stories erzählen. Was habe ich denn heute gemacht? Ich habe heute das Star Trek Video geschnitten. Über The Next Generation Remastered. Was ja eines meiner Lieblingsprojekte momentan ist. Ich bin ja großer Science-Fiction-Star Trek-Fan. Und Star Trek gucke ich schon seitdem ich, keine Ahnung, 15 bin. So, und der Swavil ist hier ins Game gekommen. Und da habe ich jetzt mal das neue Remastering-Projekt vorgestellt. So, wir haben hier, was haben wir hier? Das versteuerte Traumwesen, den unwirklichen Diener. Wir haben aber leider nur einen Mana. Dann müssen wir neu ziehen. Gar kein Mana. Drei Mana. Zweimal Kanzel und einmal einen unwirklichen Diener. So, erstmal wieder klarkommen hier auf Magic. Das ist ja viel komplizierter als bei Hearthstone. Hier muss ich auf Mana achten. Wir spielen gegen den Necromagier Swivel.
herzlich willkommen. So, und jetzt haben wir hier 4 Mana. Ganz schön viel Mana. Und Zwavil spielt ein schwarzes Deck mit der schwarzen Katze. Die kennen wir ja schon. Wenn die stirbt, müssen wir eine Karte abwerfen. Das ist ja nicht so cool. Und wir haben die Verhammelung. Schäfchen. So, wir spielen erstmal ein zweites Mana und die Verhammelung. Zum Ende des Zuges, die ist echt auch nicht so geil, ne? Wo ist der Schildmeister von Sengen? Den brauche ich jetzt. Mit Spott. Gibt es bei Magic eigentlich so eine Fähigkeit, die Spott ähnelt? Boah, ey, wenn du zwei solche Trading Card Games gleichzeitig zockst, da kommst du echt durcheinander. So, nochmal Mana. Jetzt haben wir es aber auch, ey. So, spielen wir den üblichen Diener jetzt? Müssen wir ja, wir haben ja nichts anderes. Obwohl, der kann gerade canceln und sowas. Komm, wir canceln selber einfach. Ich glaube, das kommt gerade besser. Boah, ist das kompliziert, Magic, ne? Okay, den Typen. Erst schlagt immer, wenn eine Kreatur stirbt. Weißt du was? Du kriegst einen Cancel. Und zwar einen richtigen Cancel. Das ist doch schon mal ganz cool. Wir kriegen zwar gerade Schaden durch die schwarze Katze, aber... ist mir voll egal, ne? Aber ich hoffe, der Sound ist okay. Und nicht zu laut und nicht zu leise. Ich kann das immer nicht so gut sehen. So, er kann ja gar nichts machen. Deswegen spielen wir jetzt erstmal den unwirklichen Diener. Und wir haben Traumdrachi gezogen. Na, Schnucki, frisst du da gerade Häuser? Macht man halt, wenn man ein Drache ist. Ganzes Haus mit einem Haps. Grausame Wiederbelebung. Oh nee, ey. Zerstöre eine Nicht-Zombie-Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Und er bringt einen Zombie wieder auf die Hand zurück. Oh, oh, oh. Ist ja nicht so geil, ne? So, Phantomkriegerchen. Der ist natürlich ganz cool. Wir spielen erstmal Traumdrachen. Ne, wir spielen den Traumdrachen zuerst. Den können wir zwar gerade nicht canceln, aber hätten wir so oder so nicht können. Dieses Zombie-Deck, ich mag es nicht. Das ist ziemlich geil, dieses Zombie-Deck. Das geht echt ab, ey. Da kann man Klinge des Schicksals. Och, Mann, oh. Zerstöre eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl, ey. Kann der da mal mit aufhören? Grimmige Rückkehr. Jetzt rennt er hier wieder irgendwas. Bestimmt meine Kreaturenkarte deiner Wahl in einem Friedhof. Jo, jetzt hat er die. Ja, genau. Boah, dieses Zombie-Deck, ne? Das macht mich fertig. Die Klaustrophobie verzaubert eine Kreatur. Und könnten wir seine jetzt natürlich platt machen. Müssen wir jetzt auch. Aha, na gut. Komm ran. Scheiß Traumdrachen. Ich kotze. Sound ist hier noch ein bisschen laut, die Mucke zumindest. Ist ein bisschen doof, dass sie sich hier bei Magic immer so ein bisschen unterscheidet in der Lautstärke, die Mucke. Jetzt bist du. Suche nach dem Fürst der Gräber. Immer wenn eine Kreatur stirbt, kannst du eine Questmarke auf die Suche nach dem Fürst der Gräber legen. Entferne 3 Questmarken von der Suche nach dem Fürst der Gräber und opfere sie. Bringe eine 5-5 schwarzen Zombie-Riesenkreatur ins Spiel. Okay, 3 Kreaturen sterben. Kriegt er einen 5-5-Zombie. Und da ist wieder der Schlachthaus-Ghoul. Was ich gerade nicht canceln kann. Die schwarze Katze macht uns ordentlich Damage. Das einzig Gute ist, dass er nur noch 2 Karten hat. Okay, Zwillingszauber, den ich
wie gesagt, immer noch nicht wirklich checke. Obwohl, ich checke ihn mittlerweile schon. Den kann man halt so dann doppelt spielen. Wir spielen erstmal den Phantomkrieger. Und weiter geht's. Vielleicht könnten wir gleich die Verhammelung benutzen. Oh, was bist du? Schleier erzeugen. Was? Schleier erzeugen? Na cool. Schleier. Was? Schleierer. Ne, Schleier erzeugt der Ghoul. Kann nicht blocken. Immer wenn ein Sumpf unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du den Schleier erzeugen Ghoul aus deinem Friedhof in Hand zurückbringen. Ist ja nicht so geil. Okay. Erstschlag. Komm, wir spielen hier die Verhammelung und töten den jetzt. So, Traum. Jetzt hat er natürlich ein Leben, eine Questmarke auf seine komische Verzauberung, der er kriegt, und wir kriegen mehr Mana. Ist ja zum Heulen, ey, Kacke. So. Dürfen wir mit dem jetzt angreifen? Nee, dürfen wir nicht. Wir müssen jetzt leider blocken, sonst tötet er uns mit seinem 4-1er. Oh. Okay, er spielt den Reanimation. Können wir das vielleicht so spielen? Stimme? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Okay, wir holen uns das Schlachthaus-Ghoul oder was? Okay, keine Ahnung. Okay, vielleicht hätten wir doch canceln sollen. Wäre ein bisschen geiler gewesen. Wäre ein bisschen geiler gewesen, hätten wir den gecancelt, glaube ich. Scheiße. Auch jetzt der Typ hier. Den will er doch jetzt nicht ernsthaft attacken, nur damit er einen 5-5er kriegt, oder? Er kann ihn sich ja immer wieder auf die Hand zurückholen. Was kostet der? Ah. Muss ich machen, ne? Muss ich machen. Immer wenn die eine Kreatur stirbt, der in diesem Zug vom Schlachthausgut Schaden zugefügt wurde, erhält zu Lebenspunkt, dann höher der Widerstand dieser Kreatur. Okay, jetzt haben wir uns um einen geheilt, oder was? Ah, ist ja auch ein Traum. Ne, der kriegt ja gar keinen Schaden, weil er erst Schlangen hat. Okay, spielen wir den komischen Wächter hier. In der Hoffnung, dass wir irgendetwas ziehen. Und ja, wir können uns mit dem attackieren immerhin. Hm, sieht nicht allzu prickelnd aus für uns. Nicht allzu prickelnd sieht das aus. Ich denke, das Spiel werden wir verlieren, leider. Nein! Ach, da ist er schon wieder, der Schleier erzeugende Ghoul. Schleier gezeugt? Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ist mir auch voll egal. Okay, der ist jetzt 5-5, das ist natürlich cool. Jetzt canceln wir seinen Typ hier noch. Warum auch immer, weil er sich sowieso gleich wiederholen kann. Nicht unbedingt so machen müssen. Besonders da er jetzt so eine Karte gezogen hat, glaube ich. Oh mein Gott, jetzt sind nur Mana. Okay, wir machen einfach volle Attacke. Wo wir das kaum mehr schaffen werden, denke ich. Weil er uns jetzt nächste Runde töten kann. Nein, wir hätten mit einem blocken müssen. Verdammt. Was macht er denn? Okay, jetzt kriegt er einen 5-5er. Oh, Kacke. Warum macht er das jetzt auf mich? Achso, damit ich eine Karte abwerfen wegen der schwarzen Katze. Okay, wir sind tot. Oh, oh, oh. Die Fetten,
Lilianas Plünderer. Kreatur Zombie 4-3. Ach, wir sind noch nicht tot? Kann er mit dem nicht angreifen, mit dem anderen? Wow, wow, wow. Wir ziehen schon wieder Mana. Okay. Das heißt, wir können jetzt aufgeben. Duell aufgeben. Schade. Aber GG, Kollege. War ein ganz gutes Spiel. So, spielen wir nochmal jeder gegen jeden. Was wollen wir denn machen? Was wollen wir denn spielen hier? Ausweichen und verbrennen mal? Ich denke, das ist jetzt genau das Richtige. Nach so einer Niederlage hier direkt zum Start können wir direkt mal ausweichen und verbrennen spielen. Scheiß Zombie-Deck. Obwohl Ausweichen und Verbrennen gegen das Zombie-Deck auch nicht besonders geil ist. Aber mal gucken. So, wo war ich vorhin bei meiner Storytime? Bei Olsens Storytime. Star Trek The Next Generation. Ja, ich liebe ja Star Trek, ne? Ich habe angefangen damals, als ich nach der Schule immer nach Hause gekommen bin, habe ich immer schön um 15 Uhr, kam dann immer Deep Space Nine. Und habe ich mir einfach jeden Tag gegeben. Schön jeden Tag ein oder zwei, aber so kann man auch eine Doppelfolge. Schön Deep Space Nine nach der Schule. Seitdem bin ich einfach echt riesen Star Trek Fan. Früher wurde man da ja für hart gemobbt. Heutzutage ist ja Nerd sein nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn du früher ein Nerd gewesen bist, ey, da wurdest du übelst voll gelabert. Also ich wurde nicht gemobbt. Ich war ja immer so ein Mensch. Ich weiß nicht. Ich wurde halt nicht gemobbt. Ich denke, dazu war ich zu aggro in der Schule. Ich hätte dann sofort Bomben verteilt, wäre ich gemobbt worden. Der Blobs hier, ja, der sieht ja auch nett aus. Komm her, Blobs, zocken wir doch mal eine Runde. Aber so andere Leute, die sind bestimmt hart gemobbt worden in der Schule, kann ich mir echt vorstellen. Puh, wir haben zwei von diesen fetten Dingern hier, kein rotes Mana. Keine Kreatur, vulkanischer Auswurf. Diese fetten Kartenzieher für 6 Mana. Boah, da müssen wir neu ziehen. Warum nicht? Okay. Wir haben zweimal den sengenden Speer zum Anfang. Können wir schön ein bisschen Damage mitmachen. Und elektrolysieren, mit der wir immerhin eine Karte ziehen können. Besser als das andere. Aber auch nicht optimal. Zurückverweisen. Das ist doch dieser Kanzel hier, ne, mit dem man eine Karte ziehen kann. Das geht. Und der Kollege spielt ein grünes Deck. Grün-Weiß. Welches Deck ist das denn? Blütenmauer. Verteidiger. Wenn die Blütenmauer ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Okay. Durfte er jetzt schon eine Karte ziehen? Komm, wir machen hier erstmal zurückverweisen, glaube ich. Die ist ja halt noch nicht im Spiel. Glaube ich zumindest. Okay, und wir haben zwingende Nachforschung. Was mir sehr gut gefällt. Das machen wir doch erstmal. Und dann müssen wir ja ein Mana abwerfen. Werfen wir mal ein rotes Mana ab. So, und jetzt haben wir die zauberbrechenden Teufel gezogen. Da können wir immer einen Spontanzauber ritzen am Anfang der Runde. Und wenn ich einen Spontanzauber wirke, erhalten die plus 4, plus 0. Der Kasal Rudelmagier, der war doch fies, ne? Edelmut, opfere den Kasal Rudelmagier, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Okay, so fies ist er nicht. Könnten wir wegwurzeln? Wollen wir das mit dem machen und eine Karte ziehen? Wie viele Karten haben wir denn? 7. Puh. Könnten wir machen. Okay. Oh, Miley. Wir haben auch wirklich nur rote Karten auf der Hand, ne? Alles klar, ey. Miley. Das ist doch nett. Miley finde ich nett. Da ist sie wieder, die Blütenmauer. 4 Leben. Kriege ich ja gar nicht tot.
Nur mit dem Bannfeuer doch ein paar Kohlen würde ich sie tot kriegen. Sache ist, will ich die jetzt tot kriegen in der Runde? Ich glaube noch nicht. Wir bringen erstmal Miley. Dem können wir in dieser Runde eh noch nichts anfangen. Wir können sogar direkt Verkohlen spielen. Könnten wir aber auch nächste Runde machen. Machen wir es nächste Runde. Können wir nämlich noch canceln. Neutralisiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl. Der, immer wenn du einen Verzauberungszauberspruch wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Kreaturenzauber. Ach, der kostet ein bisschen mehr. Okay. Aber dann brutzeln wir doch hier direkt mal. Obwohl, das machen wir gleich in unserer Runde. Können wir nämlich richtig Damage machen jetzt. So. Was hat der jetzt gemacht? Scheiße. Weiß ich nicht. Der hat jetzt eine Karte gezogen dafür. So, wir haben schön 7 Damage machen wir jetzt. Ist doch ein Traum. Die Yamiyawa Blütenzauberin erhält +1/+1 für jede Verzauberung im Spiel. Was für Verzauberung? Nicht eine Verzauberung gespielt, der Kollege, aber er hat anscheinend auch keinen Mana. Okay, hiermit könnten wir was retzen, wenn wir das wollten. Nö, komm, wir spielen hier wieder den sengenden Speer. Auf Kreaturen. Kriegt er wieder schön Damage hier. Schön Schaden, unser Miley. Wollen wir das noch spielen? Wollen wir das noch spielen? Will ich hier was abwerfen? Ich glaube, momentan will ich nichts abwerfen. Oder? Ach komm, wir ziehen diesen krassen Kanzel könnten wir abwerfen. Scheiße, hätten wir vorher machen müssen. Oh, ich bin bekloppt. Idiot. Okay, jetzt genug Mana gezogen. Okay, ein rotes werfen wir ab. Hätten wir jetzt natürlich 3 mehr Damage machen können. Das war ja schon wieder totaler Fail. Nektar-Orakel, du erhältst x Lebenspunkte dazu. Ach so. Oh, und der krasse Kartenzieher. Den krassen Kartenzieher spielen. Ich denke nicht. Wir haben leider gerade keinen Brutzelcaster fahren, aber wir könnten uns einen holen jetzt. Uns elektrolysieren. Oh. Können wir nämlich direkt spielen. Ach, können wir nicht? Verdammt. Ich bin so bekloppt. Jetzt können wir nicht attacken mit Miley. Oh. Na, das sieht so oder so ganz gut aus für uns. Wieso hat er überhaupt nur 3 Mana? Hat er in diesem Deck keinen Mana? 7 Karten auf der Hand, der Junge. Hain der Reinheit. Andere Verzauberungen, die du kontrollierst, sind verhüllt. Opfere den Hain der Reinheit. Ich suche deine Bibliothek nach einer Verzauberungskarte und zeige sie offen vor. Bestelle in die Bibliothek und lege dann diese Karte oben drauf. Okay. Die kann er opfern und sich eine Verzauberung holen. Oder seine Verzauberungen sind verhüllt. Okay, wir haben hier so ein Crap. Rot, schön. Wollen wir jetzt die Teufel spielen? Können wir ihn jetzt töten? Okay, können wir dann noch Damage machen? Nein. Okay, dann spielen wir jetzt zuerst die Teufel. Denn die Teufel sind geil. So, in der nächsten Runde muss er dann aber sterben. Okay, er heilt sich jetzt erstmal, aber das ging ja noch.
die Reise nach nirgendwo ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Wenn die Reise nach nirgendwo das Spiel verlässt, bringe die... Ach nö, jetzt sind unsere Teufel weg. Da haben wir sie direkt wieder. Ich denke, wir spielen erstmal Elektrolysieren. Okay, er heilt sich vorher noch. Ist ja wieder unschön. Okay, ich kann den Kanzel ja nicht spielen. Wie viel Schaden könnte ich hiermit machen? 1, könnte ich 4 Schaden. Dann macht er 5, 6, 7. 11. Nö. Gerade nicht. Kanzeln wir lieber diese Runde. Obwohl er ziemlich viel Mana hat. Wie ist zurück? Obwohl das kostet viel. Okay, Schmerzgrenze. So, und wir wollen jetzt. Wir machen jetzt das Bannfeuer, volle Granate auf ihn. Auf Spieler. Wir haben gewonnen. Yay! Und Damage. GG. Meister Olsen ist der Sieger. Yay! Wir haben es wieder geschafft. Schön. Mit dem guten Ausweichen und Verbrennen Deck. Wieso ist diese Maus hier überhaupt im Bild? Geh weg. Hey, wir schalten hier sogar Karten frei mit dem Deck. Was ist das denn?